Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, die FDP legt einen Antrag vor, um den Weg aufzuzeigen, wie man von Deutschland aus vermeintlich das Weltklima retten kann. Der Grundgedanke, das Klima überhaupt über eine Verringerung der CO2-Emissionen maßgeblich beeinflussen zu können, ist absurd und wird von immer mehr unabhängigen Wissenschaftlern abgelehnt. In dem Antrag finden sich zwei Forderungen, denen wir uns anschließen. Erstens den Entwurf eines Gesetzes über die Aufhebung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes vorzulegen, zweitens den gesetzlichen Ausstieg aus der Kohlestromversorgung nicht weiter zu verfolgen. Der Rest ist Murks und zeugt davon, dass Sie sich im Gegensatz zu Ihren Parteikollegen im Jahr 2010, die hatten noch Eier, mit den wissenschaftlichen Grundlagen nicht befassen, sondern der von den Neosozialisten mit Unterstützung der Leitmedien und des Staatsfunks entfachten Klimahysterie hinterher hecheln. Dabei wäre es relativ einfach, die notwendigen Informationen in der Literatur zu erlangen, zum Beispiel von einem Jungstraftäter, der mit dem besten Klimaexperten der Welt verwechselt wurde, ein IPCC-Exposé der kanadischen Journalistin Donna Laframboise, Propheten im Kampf um den Klimathron, wie mit Urängsten und Geld um Macht gekämpft wird, von Diplom-Meteorologe Dr. Wolfgang Thüne, langjähriger Wettermoderator des ZDF, Klimawandel, Gewissheit oder politische Machenschaft, Dr. Helmut Böttiger, die Klimaverschwörung, der größte Klimawissenschaftsskandal der Neuzeit, von Harry Y.G. Olsen, der Klimaschwindel, Erderwärmung, Treibhauseffekt, Klimawandel, die Fakten, von Kurt G. Büchel, die Klimalüge, Wolfgang Burgleitner, die erfundene Katastrophe ohne CO2 in die Ökodiktatur, Günter Vogel, Klima, der Weltuntergang findet nicht statt, Gerd Gantefer, Fakten, nichts als Fakten, globale Erwärmung oder globale Verblödung der Menschen, Otto Hahn, blauer Planet im grünen Fesseln, was es bedroht, Klima oder Freiheit, vom ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Klaus, The Political Incorrect Guide to Climate Change, Marc Morano und nicht zu vergessen, die kalte Sonne, warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet, von Fritz Fahrenhold und Sebastian Lüning. Fritz Fahrenhold ist SPD-Mitglied, promovierter Chemiker und hat aufgrund seiner langjährigen leitenden Tätigkeiten in verschiedenen Umweltbehörden laut Wikipedia den Eindruck gewonnen, dass, ich zitiere, die Warnung vor der globalen Erwärmung nur ein Mittel ist, um Klimaforschern Arbeitsplätze, Prestige und Forschungsgelder zu verschaffen. Die Informationen in diesen und vielen anderen Büchern von Autoren, die geschätzte Mitglieder der Wissenschaft, Politik und Journalistik sind, beziehungsweise waren, interessieren Sie nicht. Sie saugen eher die absurden Aussagen von neosozialistischen Weltuntergangspropheten wie Jan Timmermans auf, Inhalte von Modellen zu Teilaspekten der Gesamtproblematik, die aber in den vergangenen 30 Jahren nicht eine einzige schlüssige, beweiskräftige und von unabhängigen Kollegen positiv begutachtete Monographie zu diesem Thema vorweisen können. Es ist völlig unverantwortlich, auf derart brüchiger und unqualifizierter Grundlage so weitreichende Entscheidungen zu den CO2-Emissionen zu treffen, die die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und den Wohlstand der Verbraucher in großem Umfang und irreversibel schädigen. Und was Sie sonst noch in Ihrem Antrag fordern, ist einfach eine andere Art, die deutsche Wirtschaft abzuwürgen. Die Neosozialisten in den anderen Parteien führen die deutsche Wirtschaft zum Schafott und Sie dem Galgen zu. Das Ergebnis ist das Gleiche, der Tod der deutschen Wirtschaft oder die Flucht ins Ausland. Das passiert bereits massenhaft, beziehungsweise laufen die Vorbereitungen dazu. Und Sie stellen sich dem nicht etwa entgegen, sondern denken sich einfach wohlklingendere Maßnahmen aus. Viel Spaß 2021 auf den Zuschauerrängen dieses Bundestages, liebe FDP.